möglich, dass ich etwas verschüttet hätte, ohne es zu merken? Hielt der Typ mich für dämlich? Ich hatte nichts verschüttet. Er entschuldigte sich, zuckte mit den Schultern und meinte, ohne Leck gäbe es nichts, was er tun könnte. Er machte mit der Dusche weiter. Zum Glück hatte das Wasser kein Problem damit, braun zu werden. Er dachte, es könnte am rostigen Boiler liegen und ging, um ihn sich anzusehen. Mhm. Ich nutzte die Gelegenheit, um mich um den Mieter unter mir zu kümmern. Ich klopfte, aber niemand antwortete. Die lauteste Wohnung des ganzen Hauses war völlig still. Ich versuchte, die Tür zu öffnen und rechnete damit, dass sie verschlossen war, aber sie ging einfach auf. Der Raum war leer und die unheimliche Stille wurde von langsamen, feuchten Schrittgeräuschen unterbrochen. Ich sah noch immer niemanden. Doch zu meinem Entsetzen erschienen auf dem Boden nasse Fußabdrücke, die auf mich zukamen. In diesem Moment hörte ich den Klempner aus dem Boilerraum unten schreien. Als ich unten ankam, war der Klempner fort, aber er hatte den Grund für das braune Wasser gefunden. In dem alten Boiler fand sich eine aufgeblähte, verfaulende Leiche, deren weit aufgerissene Augen mich vergeblich flehend anstarrten. Die Polizei ermittelt noch in dem Mord und der Vermieter hat versprochen, den Boilerraum zu renovieren. 3A ist wieder zu haben. Ich bezweifle, dass ich mich je wieder sauber fühlen werde. Bäh. Okay. Nicht unbedingt genüsslich, sag ich mal da. Ja. Poltergeist. Ich kann ja Poltergeist spielen, aber keiner reagiert. Ich finde das so gemein. Ach so. Hallo. Die Duschen sind sicher vor Geister, was? Ist irgendwo etwas, was ich übersehen habe? Und noch nicht weiß. Die Ermittlungen sind oben. Ich weiß, liebe Ermittlungsanzeige. Aber irgendwie finde ich dort oben nichts mehr. Keine Ahnung, vielleicht habe ich irgendwas vergessen hier unten oder so. Wohin ging das Mädchen? Das möchte ich auch wissen. Oh, die Dusche war diesmal nicht sicher. Ach, das alte Ehepaar. Ja gut, dann gehen wir halt nochmal hoch. Irgendwie müssen wir doch da. Hopp. So. Irgendwie müssen wir da noch etwas nicht entdeckt haben. Ich weiß aber nicht was. North Stairwell. So, liebe Leute. Und nun sind wir wieder da, wo wir am Anfang waren. Wohin ist das Mädchen gegangen? Ich wüsste es auch gerne. Erzähl es mir, Kleine. Oh, da die Tasche. Das haben wir noch nicht gesehen. Ein- oder auspacken. Tja. 9 von 14. Okay. Hä? Hallo. Kann ich dich irgendwie erkennen da? Zeig mal. Na. Nö, erkenne ich nichts. Oh, Latz. Ach so, meine Waffe.
Meine Primärwaffe. Sauber, haben wir jetzt auch. Ach, da auf dem Tisch. Ah, da. Nicht zu erkennen. Hatte die Hände drauf. Du, guck mal. Jetzt beeinflussen. Das da möchte ich wissen. Ich sollte Rex dieses Foto für die Vermisstenmeldung geben. Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Okay. So, jetzt kann ich da fokussieren. Einige Objekte lösen bei Ronan einen Flashback aus. Folge den Geräuschen, die die stärkste physische Energie kennzeichnen. Okay. Zurück. Na? Das Ping-Pong-Geräusch ist in der Kirche. Pater, gibt es einen Ort, an dem ich bleiben kann? Nur für eine Weile. Oh, natürlich, Liebes. Die Kirche ist immer da, um zu helfen. Aus dem Fenster geflogen, auf der Straße erschossen und du siehst dich nicht mal nach Zeugen um? Dieses Mädchen ist meine einzige Spur. Ich muss sie finden. Ja, die wissen ja nicht, wer das ist. Abgeschlossen. Da mal raus. Da geht's aber runter. Da muss dir wahrscheinlich was. Das kann mich nicht umbringen, aber ich hasse Höhlen trotzdem. Hey, ich kann fliegen. Finde die Zeugin. Die Zeugin ist mein einziger Hinweis. Ich muss sie finden. Die Kirche ist meine größte Chance. Untersuchung beginnen. Hey Jungs. Oh, da ist was. Oh. Mein Leben überdenken. Der Tag, an dem alles für mich starb. War das hier? Nee. Oh, sammeln. Julias Gedanken. Okay, was haben wir hier? Diese Spuren wieder, die überall vorhanden sind. So, Jungs, was denkt ihr? Sieh's ein. Baxter hat ihn gehasst. Das beruhte aber auf Gegenseitigkeit. Ronan hatte Ecken und Kanten. Aber Baxter ist auch nicht gerade ein Kuschelbär. Ja, aber du glaubst doch nicht, dass er... Ich meine, einen anderen Cop? Oder sonst wen? In diesem Job bin ich mit jedem Tag weniger überrascht, wozu Leute so in der Lage sind. Das stimmt. Besitzer greifen. Okay, da hat auch nichts mehr. Da komme ich ja nicht durch. Da steht einfach so lustlos ein Haus da. Ein altes Haus, das mich nicht durchlässt. Ja, ja, liebe Developers, so einfach kann man den Leuten den Weg versperren. Gibt's da sonst was? Durch eine Hauswand, da komme ich nicht durch, aber da komme ich durch. Ein Schiff? Tja, sind wir in der Nähe eines Hafens? Come join us. You will always find open doors and open arms at the top of the hill. Okay.
Ja, die verschwindet sicher, ja. Nö, rein kann ich nicht. Die Kirche dort hinten. Ich guck erstmal da. Kann ich da irgendwas finden hier hinten? Ach, da geht's durch. Okay, aber erst gucken wir mal hier hinten, was da noch ist. Nix. Okay. Ja, wir sind... Oh. Wenn sie verstecken heißt, gibt's hier irgendwo... verstecken. Ha, ich hab's rüber geschafft. Enthüllen. Jeder geheime Schatz wird öfter wahrgenommen, als die Dunkelheit weiß. Okay. Du gucken hier, ob hier irgendwelche böse Dämonen sind. Sind es nicht. Hallo, Besitz ergreifen. Ich würde den Boss sofort der Hexerei beschuldigen. Ach, sind hier alles irgendwie Okkultistenleute hier und Hexereien und Magie behaftet. Aber für die Frage vorhin, ja, da ist Wasser, deshalb das Boot. So. Wieso gibt es hier überall so Versteckmöglichkeiten? Irgendwie habe ich Angst, dass da wieder Dämonen sind. Muss ich Angst haben? Was haben wir hier? Sammeln. Dieses Autotattoo. Enthüllen. Noch 15 mehr zum Aufdecken der Geschichte. Need gas. Okay, müssen wir hier wahrscheinlich suchen. Wie gesagt, diese ganzen Versteckmöglichkeiten, irgendwie denke ich, dass da bald wieder Gespenst, also die sogenannten Dämonen, mich holen kommen. Ich habe das so, irgendwie spüre ich das so im Urin. Na? Oh, was jetzt? Darf ich rein? Darf ich nicht, ist ja klar. Da unten hat Sachen. Oscha. Enthüllen. Sauber. Da hat es auch sicher was zum Enthüllen. Nicht? Aber da vorne. Ja, bei dir komme ich auch gerade. Wo bin ich? Was ist hier okay. Los? Hör mal. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas tun kann, aber. Du scheinst Hilfe gebrauchen zu können. Ich weiß nicht, wie ich hierher kam. Oder wo dieses hier überhaupt ist. Ich kann mich nicht erinnern, was mit mir passiert ist. Warum bin ich so? Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, Kleine. Aber wenn du hier bist, bist du tot. Ich wusste es. Sieh mal. Mir geht es ähnlich. Ich war früher Detective. Ich werde mich mal umsehen und versuchen, etwas zu finden, das Licht in die Sache bringen kann. Okay. Ich weiß nicht mal, wo du anfangen könntest. Erinnerst du dich an irgendetwas? Egal wie unbedeutend. Manchmal ist das kleinste Detail entscheidend. Ich erinnere mich an viele Leute. An ein Ruderboot. Alle hatten Angst. Ich sehe immer wieder den Namen Mona Hansett.
Das ist ein anderer.